Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 2 Remake. Wir können endlich mal jetzt zum Stars Office gehen, denn ich wurde die ganze Zeit aufgehalten von Gegenständen quasi, die ich dann immer wieder. Weil in der Haupthalle steht nämlich auch keine Itembox mehr, das ist natürlich sehr schlecht dann. Eine Auderlicker. Okay, das ist ja nice. Dann ist ja kein. Ja, dann hat man anscheinend Leon getötet. Oh mein Gott, ich liebe diesen Soundtrack. Das ist mein absoluter Lieblingssoundtrack aus dem Original. Das ist eigentlich, wenn Leon und Claire sich treffen, weil die treffen sich ja auch als erstes im Original hier. Ey, das klingt so geil. Hier ist natürlich die Batterie. Oh, ist das nice. Und da ist ein Mr. Raccoon. Aber ihr werdet wahrscheinlich auch merken, dass ich hier wahrscheinlich weniger Parts in der Claire-Kampagne habe, weil ich halt nicht wirklich alles erkundige wieder, sondern. Ah ja, so, ich meine, wenn sowieso schon zwei Szenarien sind, will man ja nicht eigentlich zweimal das gleiche immer wieder sehen, deswegen. Jesus, stay back! Oh Mann. Der folgt ja nicht in Stars Office. Da! Das weiß ich. Ja, weil aus dem Stars Office komme ich ja nicht wieder raus, wenn der da. Weil das wäre ja natürlich ein bisschen unfair. Oh, warte. Ja, genau. Da muss ich hier gerade noch wieder meinen Screenshot angucken. Das ist das Unicorn. Also, Kinder. Die Waage. Nee, und was ist das? Okay, ich habe keine Ahnung. Das hier. Okay. Alles klärchen. Was jetzt ein Problem ist. Jetzt bin ich zwar in der Bibliothek, aber ich habe den Schlüssel nicht. Das heißt, ich muss wieder zurück und diesen Schlüssel dann auch eben holen. Ja. Was ist da drin? Lion Statue. Ja gut, das brauche ich eigentlich nicht. Das kann ich auch nicht weg. Dann gehen wir sowieso gerade wieder in den Safe Room zurück. Ist der da unten? Aber bei Leon hat's ja wenigstens, konntest du das hier ja ohne den machen. Also quasi hat er dich ja noch nicht verfolgt. Aber hier allerdings von Anfang an da. Ja, das brauche ich ja nicht mal entwickeln, das weiß ich ja schon. Oh, das ist jetzt halt schwierig, weil, wie schon gesagt, ich kann ja jetzt nicht einfach hier in der Haupthalle das ablagern. Nein, ich müsste jetzt eigentlich noch das
das letzte Runde dann wieder zu, dann raus. Das wird aber schwer, sage ich euch. Vor allem mit ihm. Weil ich muss es ja zum Explodieren wieder bringen. Und das ist ja laut, da kommen ja erst ein Slicker, glaube ich. Und er! Das ist eine scheiß Kombination. Oh Gott, ich sofort hier wieder rein. Müsste eigentlich unten sein. Weil niemals ist er hier zurückgelaufen. Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Jetzt warte mal, okay, ich hab genug Platz. Nur leider bekomme ich in diesem Szenario auch gar keine. Du blöder Arsch. Fall endlich um. Jetzt kommt er. Das ist, ich laufe wieder langsam. Nicht, dass hier jetzt direkt schon Licker drin ist. Ja, kommt schon. Er ist schon unterwegs. Und er ist drinne. Okay, letzte Statue. Was ist das für ein Ding? Ja, das ist richtig. Das Ding und... Alter, mach das jetzt! Gott, das Buch. Oh, ich kann sie. Ah, okay, da drin ist aber eine Itembox. Oh, fuck you. Oh, halt die Fresse. Oh, das bleibt. Oh, okay, es bleibt. Das ist gut. Und dann kann ich nämlich theoretisch auch wieder hoch. Ja, dann mache ich das auch, glaube ich, so, weil Buch, Kästchen.
Außer ich bekomme da jetzt kein Juwel, aber müsste ich eigentlich bekommen. Und warte mal, welche Türen kann man damit jetzt noch aufschließen? Ich glaube, man kann nur die zwei aufschließen, also machen wir das jetzt mal. Aber dafür schließt sich das ja auch nicht, das finde ich gut. Jetzt kommt er natürlich. Ah, okay. Wohin laufe ich denn? Boah, rest in peace Marvin, ey. Ach Mann! Fuck off! Scheiße. Hier wollte ich gar nicht lang. Oh nein! Alter, was ist hier los? Ich glaube, der kann einen da unten nicht erwischen. Deswegen gehe ich also hier runter. Ich will doch da einfach nur hoch. Gott der Hilfe. Wie er da auf einmal kam, ey. Oh, hört doch auf, ey. Das war's noch nicht. Welche Tür kann man denn noch öffnen? Welche Tür kann man denn noch öffnen? What the fuck? Es gibt keine andere Tür, die man noch öffnen kann. Verarsch mich doch nicht. Oh Mann, was ein Dreck. Sind hier überall Zombies? Oh ja. Ja, jetzt ist er ja schon wieder an meinem Arsch. Diese Tür hier gibt's noch. Alles klar. Na dann. Jetzt habe ich aber alle. Ja, Gott sei Dank. Okay. Ah ja, genau. Das ist auch noch gut, dass ich das jetzt hier gerade habe. Der rote Stein, dann bekommen wir das auch wieder. Okay. Lad doch nach jetzt, Mann! Kann es auch noch länger dauern? Geh weg! Ja, komm! Echt jetzt?
Boah, du gehst mir echt auf den Sack, Marvin. Wie kann man nur so einen so dermaßen auf den Sack gehen, echt? Ja, jetzt muss ich dann nochmal da oben lang laufen, in das Stars Office noch gehen. Alter. Und während der mich hier noch jagt. Der hat jetzt total Spaß hier ran, der Mr. X. Bring ihn um. Was? Der kann hier runter? Ist der jetzt auch endlich mal tot hier? Ja. Da läuft er lang immer. Tempo, aber sonst hört er mich aus irgendeinem Grund. Wie auch immer der mich da so hören kann direkt. Oh, warum ist da ein Licker reingejumpt, Alter? Und warum dauert es so lange, diese scheiß Waffe hier nachzuladen? Also ja, klar, schon klar, aber das ist ja ein Videospiel, da will ich schon schnell schießen können, vor allem wenn es ein Licker ist. Hallo, der bringt mich um. Also, offensichtlich. Aber immerhin ist hier keiner, also zumindest jetzt noch nicht. Weil man muss ja immer noch wieder zurück und noch die Elektronikteile, dann kann schon sein, dass der hier vielleicht da ist. Und da ist ja auch der Brief von Chris, mal gucken, wie die darauf reagiert. Und was jetzt? Okay, die Maschinenpistole, das ist nice. Ihr fällt auch schon auf, dass Chris so nicht reagiert. Oder dass Chris so nicht ist. Natürlich ist er auch seine Schwester. Ihr sollte es auffallen. Wahrscheinlich wird Chris von Umbrella beobachtet. Und er weiß es halt schon und deswegen hat er ja auch zum Beispiel auch geschrieben Regenschirm wegen Umbrella. Ding, die geheime Nachricht an seine an die Stars-Mitglieder, also Barry, Rebecca, Jill natürlich, Brad, ja, Wesker sowieso nicht. Wesker ist ja eigentlich tot. Ich tue mal einfach die Maschinenpistole rein, weil ich noch keinen Schuss dafür gefunden habe. Ich will das jetzt auch noch nicht verschwenden. Und jetzt hole ich mir noch den Granatwerfer. Und dann mit etwas Glück kann ich gleich sogar noch in den Geheimgang rein. Dass wir quasi dort dann die Folge beenden. Und hoffentlich kommt auch nicht Mr. X. Munitionsart, ja, da gibt es wahrscheinlich auch teure Dinger. Na klar. Ah ja, ich weiß, welchen Weg wir gehen können. Ich will ihn jetzt eigentlich nicht anschießen, damit ich den Mr. X nicht anlocke. Der schlägt euch doch auch. Was? Wieso kommt er jetzt?
MRG ist, glaube ich, die Seite. Das hier ist D E. Oh Gott, ey. Ach, geht gar nicht. D E. Nett. Okay, sehr gut. Hey, nein. Was? Ach, das ist für die normale Pistole. Ah, weg hier. Okay. Ist das dein Ernst? Er ist unterwegs, aber ist mir auch recht egal. Hier kann er nicht runter. So. Warte, ich will die eigentlich. Hey. Oben haben. Na, komm, also komme ich damit dann schon besser klar. Das war ja normale Schießpulver. Also, alles klar, Leute, dann machen wir hier im nächsten Part weiter, hier beim Geheimgang. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal und ciao.